Eine hölzerne Theke aus Eiche. Sie riecht angenehm, wie ein guter Wein. Ja, natürlich. Ach, das liegt hinter der Theke, okay. Nee, doch nicht. Ist das bloß ein Farbband? Stecken wir trotzdem mal ein. Können wir denn hinter die Theke gehen? Ja, das kennen wir schon. Die hat Sorgen, die Jill, ich weiß ja nicht. Ein kostspieliger Flügel. Können wir den schon benutzen? Nein, wir brauchen erst die Noten. Liegen die hier? Sind das die, die auf dem Boden liegen? Ja, die Theke interessiert mich doch gar nicht. Ich will hier gucken, was hier auf dem Boden liegt. Kannst du das eventuell benutzen? Nein? Schade. Aber wir müssen doch hier spielen, oder? Ich habe das so in Erinnerung, dass man hier ein Liedchen spielen muss. Hm. Können wir hier hinten hin? Oh ja, hier geht's noch in der Ecke. Ist hier eine Tür? Nein. Oh, aber wir können ja was wegschieben. Ist das richtig rum? Ja, Notenblatt, genau. Die nehmen wir mit, die Notenblätter. Können wir den auch mal ganz in die Ecke schieben? Warum nicht? So. Ich nehme mal an, hier ist auch nichts weiter drin in dem Regal. Nein. Gibt's hier irgendwas in der Ecke? Nein. Gibt's hier irgendwas? Nein. Aber wir können jetzt frohen Mutes ein Liedchen spielen. Was haben wir denn da eigentlich? Oh. Haben wir denn da eigentlich immer noch wie im Original die Mondscheinsonate? Es trägt den Titel Mondscheinsonate, tatsächlich. Glücklicherweise kann Jill Klavier spielen. Ich glaube, Chris kann das gar nicht. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Okay, wir müssen es auch benutzen. Nein, nicht den. Das brauchen sie jetzt nicht. Was? Aber... Was? Komm schon. Das brauche ich... Aber ich wollte jetzt spielen. Lass mich Klavier spielen. Warum? Komm schon. Gibt's irgendwas anderes noch? Können wir das aufmachen vielleicht? Ist das das Problem? Tatsächlich. Ach komm schon. Ein Teil der Musik fehlt. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Gut, mehr sagt sie dazu auch nicht. So geht's jetzt vielleicht. Nochmal probieren hier gerade. Nee. Okay, wahrscheinlich muss ich erst das fehlende Stück finden. Ich frage mich bloß, wo. Nochmal kurz prüfen. Mehr hat sie dazu ja aber auch nicht zu sagen, ne? Das heißt, irgendwo muss noch ein Blatt rumliegen, theoretisch. Okay, dazu hat sie wirklich nichts weiter sonst. Jetzt vielleicht das hier auf dem Boden? Nee. Das will sie nicht angucken. Und hier drüben kommen wir nicht lang, weil das was im Weg liegt. Okay. Ich weiß nicht, wo wir den Rest der Mondscheinsonate finden. Ich gehe mal kurz raus und nochmal rein und versuche mal das Regal in die andere Richtung zu schieben. Vielleicht haben wir ja auch gerade was verdeckt dadurch, dass wir hier so blöd das gemacht haben. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein. So, nochmal hin. Und diesmal gehen wir direkt dran vorbei und schieben das mal in die Richtung. Sieht aber nicht so aus. Nee. Ich glaube, im Original kommt man dadurch auch in den Geheimraum rein, oder? Da liegt es, glaube ich, nicht einfach so hier rum. Ich würde denken, da schiebt man das beiseite und dann kommt man dadurch in einen kleinen Hinterraum rein. Oder irre ich mich da? Zeig mal kurz die Karte. Wo sind wir denn? Da unten. Ja, nee, der ist hier auch, der Raum. Bisschen komisch. Wa? Na gut, okay. Kommen wir erstmal nicht weiter. Dann sollten wir... Dann gehen wir erstmal zur... Ja, in der Ecke des Bilds steht geschrieben, zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Okay. Dann gehen wir erstmal kurz in die medizinische Abteilung und geben das ganze Zeug ab, das wir jetzt zusammengetragen haben. Und dann machen wir uns mal ran, die ganzen... Lag der nicht vorhin noch andersrum da oder täusche ich mich da? Wahrscheinlich irre ich mich. So, nee, ich geh durchs Esszimmer. Ich gehe oben lang. Dann machen wir uns ran, die ganzen
Türen zu öffnen, die wir jetzt mit dem neuen Rüstungsschlüssel öffnen können. Ich schau mal kurz. Ne, ich habe gar keinen Platz mehr. Okay. Sonst hätte ich gleich den Edelstein noch mit eingesackt. Aber das will es nicht. Das Spiel gerade. Beziehungsweise das Schicksal will es nicht, weil das Spiel würde es schon wollen, wenn ich den Platz hätte. Und ich könnte ihn mir ja auch machen. Es ist ja nicht so, als würde es nicht gehen, ne? Ich müsste nur ein bisschen mexikanisch abmunitionieren. Heißt, in die Luft ballern, wie bescheuerter. Aber muss er nicht sein. Muss er nicht. Ich glaube, mit dem Stil kommt man in dem Spiel nicht weit. So. Alter! Was kommt der denn so angespackt hier? Lass mich doch mal gehen! Was hat der denn für ein Problem? Alter, wo kommst du denn her, Junge? Hat dir deine Mutti nicht beigebracht, dass man Mädchen nicht so behandelt, wenn man sie nicht schon näher kennt? Also eigentlich sollte man es auch dann nicht tun, aber egal. Meine Güte! Der hat Probleme, der Junge. So, wo wollte ich denn jetzt? Jetzt bin ich total durcheinander. Wisst ihr? Wo wollte ich denn jetzt? War das hier? Nee. Meine Güte, das hat mich jetzt total aus der Fassung gebracht gerade. Ich hoffe, du stehst. Ja, er steht aber ungünstig. Nicht so schön. Na komm, wir gehen mal dran vorbei. Oh Gott, der andere ist gleich um die Ecke. Ich merke schon, es wird langsam ein bisschen unfein hier. Das klingt, als ob wieder neue Gegner da sind. Was denn jetzt? Ich nehme mal ganz kurz mein Kraut. Oder es klingt, als ob ich mal auf die Pumpgun wechseln sollte. Ach so, wenn es so einer ist, nee, dann nicht. Ging gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Also mit den Zombies ist es manchmal merkwürdig, ne? Einige halten so gut wie nix aus und der nächste, der steckt dann wieder unglaublich viel weg. So, ach, hier ist Helmsymbol. Ich dachte, das wäre Rüstung. Na gut, da kommen wir hier nicht weiter. Aber vielleicht unten. Schauen wir da nochmal. Ich wollte ja eh... Ne, gehen wir erstmal hier drüben hin. Ich wollte ja eh erstmal hier rein. Aber dass jetzt da oben im Esszimmer einer ist, das finde ich nicht so geil. Das stört mich schon ungemein, dass der Typ dort jetzt rumspringt. So, nee, die Serien interessieren mich gar nicht. Ich wollte eigentlich an die Kiste. Danke, Jill. So, da stecken wir erstmal die Mondscheinsonate weg. Und holen uns die Farbbänder raus, damit wir das kombinieren können. Neues grünes Kraut ist auch schön. Und... machen wir es kurz so. Die Farbbänder können wir dann ganz wegpacken. Ich bin ja schon wieder gelb. Habe ich mich nicht geheilt? Wieso bin ich schon wieder gelb? Unschön. Na komm, machen wir uns mal wieder gesund. Und tauschen das mal gegen ein grünes Kraut ein. Wie viel haben wir jetzt noch? Mal kurz schauen. Ein grünes Kraut. Eins nur. Und das erste Hilfe-Spray. Oh, das sieht nicht gut aus. Es könnte meiner Meinung nach ruhig mehr sein. So, die nehme ich aber mal kurz ein Stück näher ran hier, damit ich die nicht übersehe. Zwei freie Plätze, das gefällt mir auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Na gut, machen wir uns mal auf den Weg. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so bedrohlich war ursprünglich. Ich würde denken, da bin ich hier weitaus gemütlicher lang marschiert. So, haben wir denn hier eine mit Schlüssel? Die war offen, okay. Wo ging's denn da hin? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hallo? Ach, hier war bloß die... Ja, okay, das ist die Abstellkammer hier sozusagen. Und hier ist auch nochmal so ein Kanister, wo wir unseren Treibstoff auffüllen können sozusagen. Gut, wenn es weiter nichts ist, dann können wir die Kammer auch hier auch außer Acht lassen. Und schauen mal, ob die Tür nebenan denn vielleicht eventuell einen Rüstungsschlüssel hatte. Sie haben den Rüstungsschlüssel verwendet. Sehr schön. Wo kommen wir denn da hin? Wir sind da oben. Oh, das ist ein neuer Bereich. Das ist ja sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das heißt aber auch, es könnte Zombies geben. So.
Mit dem oben im Esszimmer komme ich aber immer noch nicht klar, mit diesem schnellen Bastard dort, ne? Batteriepack. Ich weiß immer noch nicht, wofür die sind, denn die packt's nicht hier mit rein. Ich weiß nicht, wo genau die jetzt mit reinkommen. Ach, Betäubungsgewehr, da, alles klar. Okay, es gibt also mehrere Verteidigungsobjekte. Wir bleiben aber erstmal bei dem Dolch, solange wir noch einen haben. Was? Ich fänd's schön, wenn ihr nicht hier irgendwie reinplatzen würdet. Oh, die Fenster, ich sehe es schon. Ich sehe ihn schon reinkommen. Na super. Das kleine Patschepfötchen war doch schon im Fenster. Falsche Abteilung, ich wollte hier nochmal kurz schauen. Okay, die... Ach, geradeaus ist gar keine Tür. Das hat mich gerade schon gewundert. Gut, gehen wir mal in das kleine Kabuff hier rein. Mal schauen, was es da gibt. Viel kann da ja nicht sein. Ach. Ach, na sowas. Ja, ja, ja. Die Pflanze. Und wir sehen schon, die gibt's auch... Oh, hallo, meine Kleine, meine Schönheit. Ich lass dich schon in Ruhe, keine Sorge. Ich wollte nur sagen, hier gibt's auch grünes Kraut, aber... Ja, wir lassen das mal. Wir gehen da mal nicht hin. Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Von mir aus. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Rot? Oh, okay, wir gießen sie. Das ist, da freut sie sich bestimmt. Wächst sie? Ich hoffe doch nicht. Das Wasser wird bereits gepumpt. Pumpen einstellen? Ja, mach mal. Was ist denn, wenn ich jetzt auf grün gehe? Schauen wir mal. Jetzt pumpt es da drüben raus. Aha. Was bedeutet das für mich? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was wir hier brauchen. Und zwar haben wir ja eine Chemikalie gefunden. Und wenn das noch so ist wie im Originalspiel, dann können wir das kleine Pflänzchen, das kleine zarte Pflänzchen mal eine Runde vergiften geben. Gibt hier drüben eigentlich was? Der Kerzenhalter glänzt kalt im Mondlicht. Nee, okay. Ach, das ist bloß irgendeine Tischdecke. Okay. Die gerade... Nein, ich drücke immer die falsche Taste, tut mir leid. Geradeaus, die ist zu. Okay, ich stehe aber direkt neben einer Tür, die wir noch benutzen können. Warte mal, hä? Hier ist eine... Hier ist ein Kabuff. Oh ja, hier geht's ja rein. Tatsächlich. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Und noch ein Dolch zum Mitnehmen. Sehr gut. So, schauen wir uns erstmal das Zimmerchen hier an. Das ja auch nicht groß sein wird. Ach ja, ja. Ich glaube, ich kann mich erinnern an das Ganze. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. War das nicht mal blau und rot gewesen ursprünglich? Na gut, also sollten wir dann demnächst mal den Edelstein einsammeln gehen, denn der muss in die Fresse von dem Tier rein. Um es mal ganz sympathisch zu sagen. Okay, wir gehen aber erstmal hier schauen, was es denn hier nebenan gibt. Denn wir wollen ja erstmal alles ergründen, was wir jetzt hier so ergründen können, also wo wir jetzt hinkommen. Der hier unten sieht, kann ich den, was machst du eigentlich, Jill? Kann ich den anvisieren? Der gefällt mir überhaupt nicht hier unten. Okay, sagt aber nichts. Ach Quatsch, das will ich doch gar nicht. Ich habe aber eine Befürchtung, was hier gleich kommen könnte. Das Regal ist voll von hochprozentigem Alkohol. Geh mal in den Schrank, ans Regal. Die Tür wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Ich glaube, das ist noch so. Na, mal schauen. Eine Stelle, die ich nicht sonderlich gemocht habe. Original. Oh, hier ist das. Ja. Ich lasse ihn mal kurz. Wir schauen uns erstmal den Tisch an. Aber auf dem gibt es nichts. Oh ja. Hi! Du auch hier! Oh, was ist der? Das ist ja gemein! Ihr Schweinehunde! Das haben sie ja ganz gemein gemacht! Oh Gott, komm schon, weg mit dir. Oh, komm, kein Gangbang, nicht hier. Alter. Wisst ihr, das muss doch nicht sein. Ich wechsle mal kurz auf die Pumpgun. Geh mal bitte so, dass ich auch was sehen kann. Stille.
Junge, 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 die sind aber auch aufdringlich, die Jungs hier, ne? Das ist echt nicht feierlich. Okay, muss ich schon wieder ein grünes Kraut nehmen? Das ist ja scheiße. Na komm, was soll's. Das haben sie noch gemeiner gemacht als im Original. Also im Original kommt auch ein Typ aus dem Schrank, aber da liegt keiner auf dem Boden rum. Und vor allen Dingen konnte ich ihn ja vorher nicht töten, ne? Überall sind Kleidung und diverse Krimskrams verstreut. Da liegt aber was unterm Tisch, oder? Ja, Tagebuch des Wächters. Ach, das schöne Tagebuch. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Elias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin mir sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt, juckt. Scott kam. Hässlich hab ich ihn gefressen. Lecker. Vierter irgendwas. Juckt. Lecker. Ja, so sieht's aus, wenn man sich in einen Zombie verwandelt und der T-Virus. Ich wechsle mal wieder zurück auf die Pumpgun, auf die Pumpgun nicht, sondern auf die Beretta. Und der T-Virus war ja noch weitaus weniger effizient und hat weitaus weniger schnell gewirkt, als das die nachfolgenden Viren in den Folgeteilen getan haben. Das heißt, wer hier gebissen wurde, der hat eben wirklich tagelang noch dran gelitten und hat sich dann erst irgendwann verwandelt. So, mehr gibt's hier aber nicht. Das finde ich scheiße. Das finde ich echt blöd. Weil ich jetzt die ganze Muni gerade verschwendet habe für nichts im Prinzip. Ärgerlich. Bett ist auch nichts, ne? Geh mal hier zu dem Bett, bitte. Überall sind Kleidung und diverse Krimskrams verstreut? Nee. Okay. Ach, Mist. Jetzt habe ich extra die Schuss verschwendet. Kann auch aus der Pumpgun, ne? Aber auf dem engen Raum geht's nicht anders. Und dann war es für so einen Mist.